Guten Morgen hier aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart. Der deutsche Aktienmarkt tritt auf der Stelle. Positiv formuliert heißt das aber, wir verteidigen das hohe Niveau, die gute Performance zum Jahresende. Gestern haben wir ein neues Jahreshoch markiert mit 11.481 Punkten. Und ein ähnliches Bild sehen wir auch in den USA. Das heißt, hohes Niveau bei gleichzeitigem Stillstand. Dort fehlen noch 20 Punkte zu den magischen 20.000 Punkten im Dow Jones. Ruhiger Handel auch in Japan. Der Nikkei verliert nach einem sehr dünnen Handel gerade mal einen Punkt. Bewegung sehen wir allerdings im Goldpreis, bedingt durch eine kleine Dollarschwäche geht es für den Goldpreis etwa einen Drittel Prozentpunkt nach oben. Und gute Nachrichten gibt es von den US-Verbrauchern. Die sind in richtig guter Stimmung, so gut wie zuletzt vor 15 Jahren. Und gleichzeitig jubeln dann auch die amerikanischen Einzelhändler über ein sehr starkes, außergewöhnlich starkes Weihnachtsgeschäft. Und auch bei der Deutschen Bank wird man ein bisschen jubeln. Und damit kommen wir zu den Themen des Tages. Denn die Deutsche Bank und die Credit Suisse, beide haben sich geeinigt mit der US-Justiz. Es geht um einen Immobilienskandal. Und diese Einigung hat jetzt die Ratingagentur Moody's zum Anlass genommen, die Bonitätsnote von beiden Unternehmen zu bestätigen. Sie sagt hier in Richtung Deutsche Bank, jetzt hat man hier ein juristisches Risiko weniger und jetzt hat man mehr Zeit und Kraft und Muße, sich auf die wichtigen Dinge des Lebens zu konzentrieren, nämlich auf die neue Strategie. Anders bei Toshiba, dort stürzt die Aktie regelrecht in sich zusammen. Man hat kürzlich einen Hersteller von Kernkraftwerken in den USA übernommen und diese Übernahme entpuppt sich jetzt als Kostengrab. Man hat ja die Kernkraftwerksparte von Chicago Bridge and Iron übernommen und die AKW-Projekte, die entpuppen sich jetzt als sehr, sehr teuer, viel teurer als angenommen und die Toshiba-Aktie fällt 20%. Ein wahrer Kurssturz geht es hier nach unten. Schauen wir mal ganz kurz die Zahlen des Tages an. Der DAX, wie gesagt, bewegt sich kaum. Wir öffnen mit 11.469 Punkten, ein Mini-Minus von gerade mal 3 Zählern. Der Dow Jones klettert leicht. Hier waren es 11 Punkte. Der Euro kann sich ganz leicht erholen. 0,1% geht es nach oben und 0,3% kräftiger. Der Goldpreis, der notiert jetzt bei 1.142 Dollar die Feinunze. Ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen, einen ruhigen Handelstag.